Ich habe nicht Lust, zufällig anzuheuern. Wollt ihr uns verarschen? Habt ihr, was mein Kamerad meintest, habt jedenfalls vielen Dank, dass ihr uns herausgezogen habt. Ich denke, ihr habt euch alle ein kleines Trinkgeld verdient. Ist das ein Bestechungsversuch? Selbstverständlich nicht. Es ist der fixgefällige Dank für einen erwiesenen Dienst. Aha. Schließlich wäre es nur ein Bestechungsversuch, wenn ich Dinge von euch wollte, die ihr nicht tun wolltet oder dürftet, nicht wahr? Ja, sie hält die Hand auf. Ja, ich gebe jeder. Was kriegt so ein Wachmann am Tag? 3 Taler? Wahrscheinlich 2 Silber. Dann kriegt ihr irgendwie, ja, 2. Dann werde ich nochmal dieselbe Summe nachher ins Meer schmeißen. Gut, um einfach zu danken. Ja, steigen das ein und nicken euch dann zu. Das ist trotzdem der Kriegshafen. Selbstverständlich. Und also mit der Meisterin der Brandung sprechen, ja? Ja, richtig, das habe ich ja gesagt. Richtig, hübsch habt ihr es hier. Ihr bewegt euch nicht von der Stelle, wir holen sie. Sehr gut. Dieser Hafen ist Verschlusssache. Während ihr am Rande dort steht und wartet, könnt ihr erkennen, wie Arkos Schar auf euch zugeht. Ah, hallo. Oh, hallo, das ist ja schön. Was macht ihr denn hier? Oh ja, wir wollten mit der Meisterin der Brandung reden. Und ihr, warum seid ihr heute im Kriegshafen? Abenteuer. Ah. Ja, ich hatte schon gesehen, dass ihr ein eigenes Schiff habt und ich habe ja eine ganze Menge davon gehört. Ich hätte ja auch selber angeheuert, aber das erlaubt Eleonora leider nicht. Ja. Und deswegen dachte ich mir, so ein bisschen Seeluft wieder schnuppern, der Rosengarten ist natürlich wunderschön, ne? Aber Seeluft ist natürlich was anderes. Das stimmt, das stimmt. Der Rosengarten ist wirklich wunderschön und die Rosengine, Ja, wie gesagt, ich würde ja selbst mitkommen, aber Eleonora erlaubt das nicht. Ich wundere mich, ihr seid doch jetzt auch... Du bist verheiratet, oder? Hab ich doch gehört. Tatsächlich, ja. Meine holde Frau steht der Rondra wohl näher und ist in solchen Dingen... Die hat das erlaubt? Nicht gar so empfindlich. Nein, eigentlich hat sie es nicht erlaubt. Sie ist unausstehlich. Aber, naja. Nun sagen wir, wir sind zu einer schweigenden Übereinkunft gekommen. Na gut. Ja, aber glücklicherweise, uns ist das ja ein bisschen anders. Gnädigerweise lasten auch auf uns nicht die Erwartungen und die Pflichten, die auf eure Erhabenheit und eure holden Frau lasten. Ja, ihr seid heute Abend da, oder? Genau. Aber selbstverständlich doch. Ja, hatte ich doch so richtig verstanden. Wie geht es Eleonora denn? Sie ist gut. Gute Hoffnung. Oh, das ist ja umso besser. Das freut mich. Dann ganz viel Glückwünsche euch. Bringt ihr ein Geschenk eigentlich mit? Aber selbstverständlich doch. Ja. Elefanten oder was gibt's? Ich fürchte, dass unsere Geldmittel nicht gar den euren entsprechen. Entsprechend müssen wir die Schande auf uns nehmen, nicht mit einem weißen Elefanten bei euch aufbauen. Also nur ein Tiger. Wir haben etwas. Oder ein Löwen? Ein Strauß, wir haben etwas viel Besseres. Wartet es einfach ab. Etwas, das euch sicherlich gefallen wird. Naja, ihr wisst ja, es bringt Unglück. Eleonora gefällt das. Es bringt Unglück, etwas solches vorher zu verraten. Ja, richtig. Soll ich euch gleich mitnehmen oder wollt ihr dann wieder zurück? Oh ja, wir müssen aber doch mit der Meisterin der Brandung sprechen. Da drüben kommt sie. Ah, wunderbar. Ja, ihr könnt erkennen, haben halt einen gesegneten Tag haben. Ihr könnt erkennen, wie ein altes Mütterchen auf euch zukommt an einem Gehstock. Auch wenn sie sehr alt aussieht, strahlt sie doch unglaubliche Würde aus. Sie erinnert tatsächlich an so etwas wie eine Fischerin, während sie dann verhüllt in einen blauen Umhang, in ein Muschelnetz dann auf euch zukommt. Effert mit euch. Ihr müsst die Meisterin der Brandung sein. Der graue Mann mit euch. Der graue Mann, sie nickt. Den kennt ihr auch. Ja, ich stehe mit ihm im Bunde. Lange nichts mehr von ihm gehört. Na ja. Warum haltet ihr mich von der Arbeit ab? Was kann ich für euch tun? Wenn ihr so geneigt wärt, uns einen großen Dienst zu erweisen, wir wüssten gern von Janka. Von Janka? Sie spuckt am Haus, verfluchte Stadt. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen, aber so wie man sagt, ist sie wohl immer noch verschlungen von den Niederhöllen. Und was kann man da machen? Weiß ich nicht. Wir haben Kriegsschiffe reingeschickt. Birem sind versunken. Egal wie groß, egal wie viele Krieger wir an Bord hatten. Der Malma ist riesig, gewaltig, er zerdrückt alles. Andere Schiffe auch. Die Stadt ist ein Moloch. Nebel, der dort vorherrscht. Banden und Kulte, Drogen, das Auronische Reich, die Auronische Halbinsel, seit dem Fall von Elberum bzw. der Angliederung der Weißen Stadt hat sich dort alles wohl konzentriert. Oh, das klingt nicht so gut, aber das kriegen wir schon hin.
Wisst ihr denn, was ein Malma besonders schlecht verträgt, wenn wir ihm begegnen sollten? Dass wir ihn richtig in die Zange nehmen können. Ihr versteht, in die Zange. Ja, lustig. Gegen Malma kann man nicht gut kämpfen. Das Problem ist, dass sie sehr unstet sind und selbst wenn sie gewinnen, kann das teilweise sogar sein, dass sie den Kampf abbrechen und verschwinden. Sie verschwinden einfach. Ob sie gewinnen, ob sie verlieren, das spielt keine Rolle. Wenn das zu lange dauert, gehen sie. Also sind sie nicht geduldig. Ja. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn es schlecht um uns steht, müssen wir einfach nur auf Zeit spielen. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Ja, das Problem ist auch, wenn es gut läuft, dann wird er trotzdem irgendwie verschwinden. Und ihr könnt dann manchmal nicht daran hindern, unterzutauchen. Ihr könnt also einen Angriff von See quasi nicht gewinnen. Direkt unter ihm sind die Niederhöllen. Ein Pfuhl der Sünde. Könnte man eine solche Pforte des Grauens schließen und damit dem Malma den Garaus machen? Ich vermute, der Malma ist der Wächter dieser Pforte. Von daher müsst ihr erst den Malma besiegen und dann die Pforte schließen. Nicht andersrum. Bei den Man und Moon. Was fressen Malma denn so? Schiffe. Nun, die kleineren sind... Es waren mal Krebse. Die fressen vor allem Plankton. Naja, je größer sie werden, dann könnte ihm sicherlich einen Baum oder so etwas zu fressen geben, aber dieser Malma ist verdorben von den Niederhöllen. Sicherlich frisst er auch Menschen, vielleicht muss er auch gar nicht fressen. Ich weiß es nicht, ich habe ihn zwar einmal erblickt, aber nicht erforscht. Was wäre, wenn so ein Malma sehr, sehr viel, ich weiß nicht, von einer Substanz konsumiert, die einen möglicherweise tötet? Probier das aus. Ah. Könnt ihr, euer Hochwürden, uns vielleicht noch etwas über die Stadt sagen, wie wenig auch immer ihr wisst, wie sie mittlerweile aussieht? Nun, wie gesagt, sie liegt im Nebel. Viele Gassen, Kaschem, Piraten, Schmuggler, Bordelle. Ihr müsstet dort irgendjemand finden, der ein minderes Übel. Die Stadt ist zerstört, sie kommt nicht zur Ruhe, es gibt kein Recht und Gesetz, man ist machtlos. Es gab zwar einige Wesire, die sich versucht haben, aber sie sind alle gescheitert und entweder im Drogenrausch umgekommen, haben paktiert oder sind geflohen. Das scheint jeden hineinzuziehen. Wenn ihr einen Tipp von mir wollt, dann solltet ihr nicht über die Landzunge kommen. Das macht keinen Sinn. Ihr solltet bei Yazirabad anlanden und dann über den Landweg die Stadt betreten. Euch umsehen. Das ist mein Tipp. Gibt es in Bianca irgendwelche Gebäude, die, und ich weiß nicht, möglicherweise für uns relevant sein könnten? Etwas, wo man eine vorgeschobene Basis oder so etwas einrichten könnte? Meines Wissens gibt es zwei Effer-Tempel, ob die noch stehen, keine Ahnung. Es gibt einen Dreier-Tempel, gab Tempel der göttlichen Stute direkt in der Mitte. Daneben steht auch der blaue Palast, der gehörte dann wohl mal dem Visier, beziehungsweise der Visierin. Ihr kennt euch vielleicht in Zorga nicht aus, aber in Aranien und in Oran gibt es nur weibliche Herrscherinnen. Der reine Tempel, es gibt ein zerstörtes Imran-Stadion, gibt eine Arena. Nun, schaut euch um, orientiert euch dort am besten. Nun gut, ja. Vielen Dank, ihr wart eine große Hilfe. Ja, dann noch einen schönen Tag, hat mich gefreut. Die Kajan spuckt sie so ein bisschen aus und damit dreht sie sich weg, humpelt, geht. Arkus blickt euch wieder an. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch wieder mit rübernehmen, oder? Oh ja, das wäre wunderbar. Oh, einen herzlichen Dank, euer Abendheit. Ja, wird ja auch schon demnächst spät, ne? Nicht, dass ihr dann ohne ein Geschenk auflauft, der zwinkert euch nochmal zu. Sagt, wenn ihr ein wenig mehr von... Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das hat er doch gerade gesagt gehabt, deshalb habe ich ihm meine besten Glückwünsche ausgedrückt. Ich dachte mir nur, wenn ihr vielleicht ein wenig näher an der See sein wollt, könnten wir zurückrudern. Er grinst einmal, er meint das offensichtlich nicht ernst. Warte erstmal die Reaktion von Arkos ab.
Abenteuer, juhu! Er setzt sich in das kleine Boot von euch und dirigiert dann noch zwei Stadtwächterinnen ab. Die sehen überhaupt nicht begeistert aus, aber sie tun's. Geht's hinterher? Und so haben wir euch letztlich doch an Bord. Und so könnt ihr eines Tages erzählen, dass ihr wenigstens einmal in die blutige See gestochen seid. Ja. Dann auch nur ein paar wenige Meter. Mit den Rittern der Rose. Derweil bei Diamantes Monterey. Hast du noch etwas vor? Nur kleine Einkäufe. Ich will mir ein paar Bolzen organisieren. Und ja, sonst hätte ich nichts Großartiges vor. Ich schaue mir den Hafen ein bisschen an. An der See fühle ich mich immer wohl. Ja, du kannst, du hast natürlich während du eingekauft hast, konntest du natürlich auch sehen, wie Jarl und Boltax abgetrieben worden sind. Konntest natürlich wenig ausrichten und nach ungefähr einer halben Stunde tauchten sie auf der anderen Seite vom Kriegshafen wieder auf und diesmal wohl besser gerudert. Ja, ich habe noch kurz überlegt, um reinzuspringen, aber da haben die es geschafft, sich selbst da wieder an den Hafen zu bringen. Und schließlich ist er eins Ohr auf dem Kriegsschiff. Das wird er irgendwie hinbekommen, auch mit einem Arm. Aber wenn sich da ein kleiner Pulk um sie herum aufbaut, schaue ich vom Weiten gerne mal ein bisschen zu. Und wenn sie sich dann allesamt wieder ins Boot setzen, liegt meine Aufmerksamkeit auch wieder bei denen, denn die hatten ja eben schon Probleme. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich gehe mal davon aus, ich komme da nicht hin. Doch, sie kommen gerade am Hafen wieder an, legen an, haben wohl zwei Stadtwächterinnen, wie auch immer sie, die da gerade davon überzeugt haben. Vor allem kannst du an der Litze auch erkennen, dass sie wohl besonders hoch sind. Also sowas wie zwei Frau Oberleutnant und einen Abenteurer, tulamitisch gekleidet mit einem Turban und einem gut gestutzten Bart, der dann als erstes da draußen tritt und den anderen zugrinst. So, dann sehen wir uns heute Abend, ne? Aber auf jeden Fall. Ja, genau. Klopft da euch beiden auf die Schulter und wenn dann Diamantes an ihm vorbeigeht, dann grinst er dir ebenso zu, klopft ihr auch auf die Schulter. Gehört ihr auch dazu? Seid ihr ein Offizier von denen? Ja, das bin ich. Ich glaube, wir sind noch nicht miteinander bekannt. Diamantes Monterey. Gibt ihm ganz einfach die Hand. Er hat keine Ahnung, vor wem er steht. Ja, er gibt dir auch die Hand. Ja, dann weiß ich nicht. Sehen wir uns heute Abend? Kommt ihr mit? Wir werden die Offiziere mitbringen, um sie dem erhabenen Ehepaar vorzustellen. Ja. In der Tat. Gut. Dann deutet so zwei Palestrinas an mit seinen Fingern und geht dann wieder weg. Murmelt wohl wieder noch irgendwas von einem Reitstrauß, während er geht und verschwindet in den Gassen. Ach. Lasst mich euch einen Tipp geben, bevor ihr irgendwas anderes hört. Wenn ihr euch zu einem Wettrennen auf einem Strauß einladet, lehnt dankend aber bestimmt ab. Vertraut mir, die Dinger sind. Wer war das denn? Arkos! Arkos Schar der Zweite. Der Schar von Aranien, seine Erhabenheit, Befreier von Oron und Elberum. Ihr wisst schon. Ein guter Freund von uns halt. Ach, Tatsache. Und er läuft hier rum ohne großartige Begleitung. Nun, die Regierungsgeschäfte erfordern eher die Aufmerksamkeit seiner Frau. Entsprechend hat er die Zeit. Das ist richtig. Und außerdem ist er ein ganz netter Typ. Also, wer würde ihm schon was Böses wollen? Also außer seiner Schwester, aber die ist jetzt tot. Er hat ihr selbst den Kopf abgeschlagen. Ach, wenn du das sagst, klingt es schlimmer, als es war. Ich denke, er wird seine Gründe gehabt haben. Oh ja. Und seine Schwester war die Miona von Zorgan, das sollte Boltax euch vielleicht sagen. Das ist richtig. Die Heptarchin von Oron. Ja, genau, aus Oron. Viel aus Aranien weiß ich nicht, aber gab immer wieder Gerüchte an Al-Anfa, dass mit Oron Handel betrieben wird. Natürlich hat es niemand zugegeben. Aber einigen Granden wurde das unterstellt. Naja, ihr werdet euch ja bald ein Bild von Oron machen können oder von dem, was übrig geblieben ist, wenn wir Gen Yanka aufbrechen. Wir haben nämlich gerade im Kriegshafen auch noch mit der Meisterin der Brandung geredet. Mhm. Und die hat uns ein bisschen was erzählt. Aber gut, das können wir sicherlich alle mit den anderen besprechen. Kommt jetzt, wir müssen ein Geschenk besorgen. Ach, ich dachte, wir erzählen lustige Geschichten von unserem Kampf gegen Xeran. Also, so ein indirektes Geschenk.
Ihr könnt Diamantes Monterey noch einige Dinge über Zorgan, Elburum, vielleicht auch Janka erzählen. Und nach einigen Stunden könnt ihr, nachdem Zulamin euch zurechtgemacht hat, im Palastviertel auflaufen. Was habt ihr als Geschenk mit? Captain hat eins besorgt. Ja, die Verantwortung wird an Abelmir abgedrückt. Natürlich haben Zulamin und Rafim weitere Drogen besorgt und andere entsprechend dann verkauft. Ihr habt da so alles bekommen, was ihr wolltet. Ist natürlich die Frage, wie viel Abelmir ausgeben mag und was es tatsächlich wird. Nachdem ich alles an Bord erledigt habe, würde ich nochmal in den Raya-Tempel gehen und probieren, ein ganz spezielles und sehr kostbares Parfum zu erstehen als Geschenk für die Shari? Shari heißt sie. Die Sultana. Fertig. Die Sultana. Nein, Maharani Shahi. Ja. Maharani Shahi, weiß doch richtig. Echt? Gut. Okay. Und zwar ein ganz spezielles, das nennt sich Tausend ein Rausch, ein spezielles Parfum, was nur in der Raya-Kirche, beziehungsweise in Balanka hergestellt wird, für die Raya-Kirche. Wie viel gibst du aus? 300 Dukaten. Gut, zieht ihr 300 Dukaten von eurem... Von eingetragen. Gut. Ja, die Stadtwache lässt euch zwar rein, ihr seid angemeldet am Königstor, aber man fragt euch, habt ihr denn kein Geschenk mit? Oh, doch. Aber hier. Hier seht ihr diese kleine Fiole. Oh. Eine wahre Kostbarkeit. Ja, er klopft ja so ein bisschen mitleidig auf die Schulter und dann viel Spaß. Manchmal ist es nicht, was man sieht, sondern was man riecht. Ach, diese Unwissenden. Ihr seid euch sicher, was das angeht, Abelmir? Natürlich. Abelmir, wenn es ihr nicht gefällt, keine Sorge, ich habe noch etwas Stollen Nummer 5. Nun, ich würde vorschlagen, das ist unser Plan Z. Haben wir denn so viele Pläne? Nein, aber ich würde nichts schenken. Ihr wisst, wie es riecht. Und dann ja, schenken. Wunderbar, ihr habt recht. Das kann ich nicht verschenken. Das ist nicht so gut. Ich schlage vor, sollte das nicht hinschauen, schenken wir ihr unseren Schwur, dass wir Janka für sie befreien werden? Es wäre ein wenig voreilig, nicht wahr? Und es würde uns einmal mehr an eine mehr oder minder imaginierte Heldentat binden, aber über etwas solches kann sie immerhin nicht missbilligend richten. Das ist ein kostbares Geschenk, wenn wir Janka wieder schenken. Ihr formuliert es tatsächlich besser als ich, ja. Der Spiegelpalast muss zu den schönsten Gebäuden Aventuriens gehören. Noch nie habt ihr Gänge und Räume in einer derart großen Zahl an Spiegeln, luxuriösen Fresken und Mosaikböden gesehen wie hier. Und auch der Rosengarten, der von Akoshar selber angelegt worden ist, ist ebenso prachtvoll, dass euch die Augen fast wehtun. So sehr schimmert es. Ihr werdet empfangen, wie auch beim letzten Mal, von nicht nur Eleonora und Arkos. Eleonora hat tatsächlich einen dicken Bauch und wird sicherlich in wenigen Monaten ein Kind gebären. Allerdings könnt ihr auch ebenso daneben sehen, auf einem Thron, leicht versetzt, nicht minder klein, aber aus Silber, Sybia Al-Nabab, die Vorsteherin des Mondsilberkontores, beziehungsweise die Mutter von Arkos da selbst. Oh, ihr Helden, schön, dass ihr hier seid. Wir haben euch erwartet. Ehrwürdigste, wir danken euch, dass ihr uns zu dieser Stunde noch empfangt. Es ist uns eine Ehre, euch aufzuwarten zu dürfen. Das ist es. Nun, setzt euch. Dabei könnt ihr sehen, eben standen keine Stühle im Raum. Die werden jetzt allerdings von Dienerinnen gereicht, sodass ihr euch dann nicht nur an einen Stuhl setzen könnt, sondern ebenso einen Tisch, eine kleine lange Tafel, die dort ebenso vor euch aufgebahrt wird. Ich würde gerne eine Etiketteprobe machen, ob es schicklich ist, vorher oder nachher das Geschenk zu überreichen. Ja, Etiketteprobe. Spezialisierung Aranien zählt. Ansonsten, sie hat einen SO von... 19? Ich glaube ja, ne? Müsste hinkommen. Ja, 19 klingt richtig. Königin von Aranien, 21 bei der Kaiserin, also 19 würde ich ansetzen. Wie hoch ist dein SO, Abelmir? Mein SO ist 11. 11. Ouch. Also die Differenz ist sagenhafte 8 Punkte. Und ich gebe dir nochmal einen zusätzlichen Modifikator von 3 für Aranien. Kann aber abgebaut werden mit Kulturkunde Aranien. Habe ich natürlich nicht. Also ein Zuschlag, ein plus 11 pro, richtig? Genau, 8 plus 3 sind 11. Wow.
Das geht mir schon gut. Tipp hast du noch. Du durftest sogar auf Seefahrt mit Spezialisierung Kapitän ableiten. Ich würde gar nicht 19 neu würfeln. Okay, das hat sogar Potenzial. Ja, ich durfte es geschafft haben. Ja, du kannst sehen, wie Eleonora sich so ein bisschen umsieht, ob da noch ein Tiger folgt oder ein Reitstrauß. Also sie erwartet ein Geschenk. Ehrwürdigster Shahi, gestattet mir euch zu eurem Glück. Hinter dir murmelt tatsächlich eine Dienerin, Maharani Shahi. Maharani Shahi, euch dieses Geschenk von mir und meiner Mannschaft zu überreichen, ist eine wahre Kostbarkeit. Hergestellt im fernen Horasreich meiner Heimat und erreicht euch zu dieser Zeit mit tief verbundenen Dankbarkeit. Wisset, dass wir ausziehen, euch zusätzlich noch die Stadt Lanka zu schenken, euch zu befreien von der Plage des Malmas. Ich hoffe, ihr teilt unter euren Segen. Interessant. Ja, eben sah sie tatsächlich nicht so sehr fasziniert aus. Du konntest sehen, wie in dem Gesicht keine Abscheu, sondern Langeweile sich spiegelte. Das kennst du so gar nicht von ihr. Du hast sie zwar nicht so oft gesehen, aber Langeweile ist dir jetzt auch bei ihr neu. Als du Janka erwähnst, Interesse, deutliches Interesse, was du an ihr erkennen kannst. Also keine Freude, sondern nur Interesse. Nun, dann, wir haben die Briefe von euch gelesen, auch wenn sie adressiert waren an die Fürstenmutter. Aber wir sind durchaus gespannt auf das, was ihr vorhabt. So dürft ihr gerne fortfahren. Was habt ihr mit Janka zu schaffen? Nun, wir wollen euch von der Plage des Malmas befreien. Mit eurer Erlaubnis natürlich. Zu diesem Zwecke werden wir demnächst ausziehen. Und hoffen, in eurem Namen zu streiten. Und mit eurer Erlaubnis natürlich. Nun, euch ist hoffentlich bewusst, dass Janka eine große Aufgabe ist. Doch wir sind darüber informiert, welche Heldentaten ihr in ferner und naher Zukunft bzw. Vergangenheit verbracht habt und verbringen werdet. Daher sind wir gewillt, euer Opfer, eure Gabe anzunehmen und akzeptieren Janka als Geschenk. Dergleichen möchten wir euch ein Geschenk machen, denn es geziemt sich nicht, dass wir mit leeren Händen vor unseren Gästen stehen. Und so ernennen wir hiermit Zulamin zur Visierin von Janka. Zulamin zuckt kurz zusammen und sieht dann erstaunt aus. Habt Dank, Maharani Shahi. Wie komme ich zu der Ehre? Noch haben wir euch nichts Gutes getan. Du siehst ein süffisantes Grinsen auf der Miene von Eleonora und Sybia wird derweil antworten. Nun, ich glaube, das, was meine Tochter meint, ist, es ist weniger ein Geschenk, sondern vielmehr eine Bürde, denn Janka ist verflucht und den Titel des Visiers, der Visierin, trugen in letzter Zeit viele, doch keine vermag oder vermochte es, diesen lange zu halten. Dieser Titel ist tatsächlich einer Abenteurerin wert und wir vermögen ihn nicht an männliche Helden zu geben. Ihr seid die weibliche Heldin in dieser Runde und wir haben großes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Also wird er mir helfen, das Problem in Janka zu lösen, da die örtliche Bevölkerung ihn anerkennt? Das glauben wir nicht, schüttelt sie ein bisschen bedauerlich den Kopf, also Sybia.